بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Liebe Geschwister im Islam, vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, dass die Zeitschrift Charlie Hebdo ein weiteres Mal die Karikaturen über unseren edlen und geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam veröffentlicht hat. Und dies ist eine Gelegenheit, noch einmal uns die Frage zu stellen: Haben wir etwas getan, um den Menschen zu erklären, wer denn tatsächlich der Prophet ist, alaihi salatu wassalam? Denn auf diesen Karikaturen kann man jeden erkennen, außer dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn diese Menschen, die voller Hass sind gegen unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben ihn nicht gesehen, sie haben uns gesehen. Und daher dachten sie, aufgrund unserer schlechten Eigenschaften, dass wir diese schlechten Eigenschaften uns angeeignet haben von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch er ist frei und unschuldig von unserem falschen Leben, sondern er alaihi salatu wasallam ist und war und bleibt immer ein Vorbild für den besten Menschen der Welt. Allahs Segen und Heil auf unseren edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala lobte den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran auf unterschiedliche Art und Weise. Er lobte seine Vernunft, indem er sagte: Nicht in die Irre geht euer Gefährte, gemeint ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen. Ebenso lobte Allah subhanahu wa ta'ala seine Wahrhaftigkeit, indem er sagte: Und er redet nicht aus eigener Neigung. Und er lobte sein Wissen, indem Allah sagte: Belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte. Und er lobte den Blick des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: Da wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß. Und er lobte sein Inneres, indem er sagte: Haben wir dir nicht deine Brust aufgetan? Und Allah lobte die Reinheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: Und dir deine Last abgenommen, also haben wir dir nicht dir deine Last abgenommen? Und er lobte sein Ansehen, indem er sagte: Und haben wir dir nicht dein Ansehen erhöht? Und er lobte seine Nachsicht, indem er sagte: Zu den Gläubigen ist er gnadenvoll und barmherzig. Und er lobte ihn insgesamt, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Und du hast wahrlich einen großartigen Charakter. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Das ist unser edler Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was hast du getan, um den Menschen da draußen zu erklären, wer er ist? Was hast du getan, um deinen Menschen und den Menschen in deiner Umgebung zu erklären, wer er tatsächlich ist? Und deswegen ist es kein Wunder, wenn ein falsches Bild entsteht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn die Anhänger des Propheten alaihi salatu wasallam gar kein Interesse daran haben, zu erklären, wie der Prophet alaihi salatu wasallam war. Und daher, liebe Geschwister, möchten wir inshallah ta'ala mal mehr auch lernen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zum einen, damit wir ihn kennen und lieben und hochachten und ehren. Zum anderen, dass wir dies auch unseren Familien beibringen, damit sie, sobald sie etwas mitbekommen, was nicht stimmt, ein Angriff auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf seinen Charakter, auf sein Aussehen, dass man antworten kann: Nein, kann, nein, das ist er nicht, sondern so und so war der Prophet sallallahu alaihi
وعلى آله وصحبه وسلم. Einer dieser Punkte, liebe Geschwister, sind die Namen des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sicherlich kennen wir alle, dass er Muhammad heißt, sallallahu alaihi wa sallam, dass er Ahmed heißt, sallallahu alaihi wa sallam, aber er hatte noch weitere Namen. Einige Gelehrte haben sehr viele Namen gesammelt, und zwar, weil sie sämtliche Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Namen definiert haben, was aber wiederum die anderen Gelehrten nicht bestätigt haben. Und daher wollen wir uns beschränken auf die Namen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst erwähnt hat. Und zwar sagte er: Ich bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und ich bin Ahmed, und ich bin derjenige, der folgt. Al-Mutaffi heißt das, also derjenige, der Nachfolger. Und gemeint ist, dass er den Propheten folgt. Also zuerst kamen die anderen Propheten und dann kam er, alayhi salatu wassalam. Und ich bin Al-Hashir, der Versammler. Was heißt der Versammler? Das bedeutet, dass durch ihn die Menschen dann zu Yawm al-Qiyamah versammelt werden, weil es nach ihm auch keinen Propheten mehr gibt. Das heißt, sobald der Prophet kommt, gibt es keinen Propheten mehr danach, außer natürlich Isa, der aber nach den islamischen Regeln leben wird. Und dann werden die Menschen versammelt. Deswegen ist der Al-Hashim, also der Versammler, alayhi salatu wassalam. Und er ist der Al-Aqib, das heißt, er ist der Letzte, also derjenige, der als Letztes als Prophet entsandt wurde, alayhi salatu wassalam. Also das sind einige Namen des Propheten, alayhi salatu wassalam. Ebenso in einem anderen Hadith erwähnte der Prophet sallallahu alayhi wasallam, dass er heißt Prophet der Reue, Nabiyu Tauba, und Prophet der Barmherzigkeit, Nabiyu Ar-Rahma. Ein letzter Punkt für heute, liebe Geschwister, um inshallah das nächste Mal über weitere Wesenseigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu reden, ist ein Aspekt, der eigentlich keine Besonderheit darstellt bei den Menschen, sondern eher etwas, worüber man sich schämt. Und zwar ist das der Schweiß des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist keine besondere Art, man gibt nicht an mit seinem Schweiß, guck mal, wie ich schwitze, sondern man gibt an mit seinem Vermögen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so vollkommen wie Allah ihn erschaffen hat, selbst sein Schweiß ist etwas Edles und etwas Besonderes. Und daher wurde überliefert, dass Umm Sulaym radiallahu anha, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschlafen hat und Schweiß von seinem Körper austrat, dass sie diesen Schweiß in eine Flasche füllte. Da wachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und fragte sie: Was machst du denn da? Da sagte sie: O Gesandte Allahs, ich sammle deinen Schweiß, damit wir ihn in unseren Düften vermischen, denn dein Schweiß riecht viel besser als jeder andere Duft. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. So einen Menschen, wie kann man ihn hassen? Wie kann man ihn verabscheuen? So ein Mensch, der selbst in seinem Schweiß rein ist, herrlich ist, wundervoll ist, den können wir nur lieben. Aber wer sagt es den Menschen? Wer berichtet es den Menschen, wenn nicht wir es tun? Weil wir zu faul sind, über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu berichten. Ebenso erwähnten andere Gefährte, dass seine Haut so geschmeidig war wie Seide. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina gegangen ist, dann haben die Leute danach noch gesagt: Hier ist der Prophet vorbeigegangen, alaihi salatu wasallam, weil sein Duft noch vernehmbar war, weil man seinen Duft noch riechen konnte, alayhi salatu wassalam. Das ist nur
ein einziger Tropfen aus dem Meer der Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam, möge Allah azza wa jalla uns mit dem edlen Propheten im Paradies vereinen und möge Allah azza wa jalla uns benutzen, damit wir über den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufklären können.